Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Drohnengrapher-Kanal. Mein Name ist Jörg und hier auf dem Kanal geht es rund ums Drohnenfliegen, Drohne, Software, Technik und Tutorials. Und wenn du auch so ein Drohnenneuling bist wie ich, dann würde ich mich freuen, wenn du mich weiter auf meinen Reisen durch die Lüfte begleitest und mir hier unten drunter ein Abo dalässt. Und das heutige Thema ist DeepPool. Ja, es ist keine neue Drohne, das ist die neue App, die jetzt veröffentlicht wurde, beziehungsweise die neue Webseite. Und die schauen wir uns doch gleich nach dem Intro mal an. Und da sind wir auch schon wieder zurück beim Thema. Was ist DeepPool? Für wem ist DeepPool? Was bedeutet das alles? Für was braucht man das? Ja, DeepPool ist die digitale Plattform für unbemannte Luftraumfahrt. Ist ein halber Zungenbrecher, die ganze Geschichte. Deshalb heißt das auch DeepPool. Und das ist gemacht für uns Drohnenpiloten und Hobbyflieger, aber auch Gewerbliche. Und es gibt ja so einige Apps fürs Handy, was man da schon kennt, wie Maps to Fly, Dronik und eben auch die ganzen anderen Apps. Und jetzt hat die Bundesregierung oder das Bundesluftfahrtsamt quasi da so eine Plattform geschaffen und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Und dann gehen wir jetzt einfach mal hier auf die Seite drauf. Ich verlinke euch das natürlich unten alles nochmal. Und hier auf der Startseite finden wir jetzt erstmal so ein paar allgemeine Informationen über Drohnen, über die Drohnenklassen. Da werden die ganzen Sachen auch nochmal so ein bisschen erklärt. Dann hat man da eben auch Infos über die geografischen Gebiete und über die Geozonen. Dann findet man auch Informationen über die Kategorisierung und Klassifizierung der verschiedenen Drohnen und Drohnenarten. Also da kann man sich auch nochmal ein bisschen durchlesen was. Es ist sehr umfangreich, aber auch sehr gut gestaltet, muss ich sagen. Auf den ersten Blick macht das schon wirklich was her. Und wenn man vielleicht mal irgendwo fliegen möchte, wo man nicht fliegen sollte, ja, dann gibt es natürlich ein Antragsverfahren, da gibt es dann verschiedene Aufstiegsgenehmigungen, da kann man sich auch hier nochmal ein bisschen durchlesen und auch dann dementsprechend einen Antrag stellen, wenn man da jetzt vielleicht irgendwo über einem Industriegebiet oder irgendwas anderen vielleicht aufsteigen möchte, das war jetzt nur ein Beispiel, aber da kann man auch noch einige Informationen sich rausholen und dann eben die entsprechenden Anträge stellen. Und jetzt gehen wir schon mal direkt zu unserer DeepPool Map-Karte und da sind wir jetzt schon auch auf der Karte drauf. Und man sieht das, ja, wir sind hier in Deutschland und was ich euch auch nochmal dazu sagen muss, man muss sich erstmal auf den entsprechenden Punkt, wo man dann sich eben befindet oder vielleicht auch starten möchte, auch erstmal ja in diese Zone quasi reinzoomen. Das ist genauso wie bei Tronic, das kennt ihr ja. Und dann werden einem auch erst die entsprechenden Infos quasi angezeigt. Wir haben jetzt hier oben rechts nochmal so eine Ansicht, wenn man da draufklickt, da kann man jetzt verschiedene Kategorien auswählen, wo einem eben jetzt vielleicht wichtig sind. Da kann man Stromleitungen, Straßennetz, Wasserstraßen, Naturschutzgebiete, Industriegebiete, also alles, was uns da so in die Quere kommen kann, sage ich jetzt mal, das kann man da auswählen, anwählen und abwählen. Und das wird dann auch dementsprechend auf der Karte eingeblendet. Das finde ich eigentlich sehr schön gemacht. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel, wie in meinem Fall, sich einen Punkt ausgewählt hat, dann kann man da quasi den Radius eingeben, beziehungsweise dann auch die geplante Aufstiegshöhe und dann kann man da eine, sag ich mal, Kartenzeichnung in dem Sinne anfertigen, so nennt sich das hier und da werden einem dann auch die Infos angezeigt zum aktuellen Standort, beziehungsweise auch zum Flugradius, das kann man dann hier sehen, da kommt man dann zu weiteren Informationen, das ist so ähnlich aufgebaut wie bei Tronic. Am Anfang habe ich da auch ein bisschen gebraucht, bis ich das mal so kapiert habe. Aber ich habe mich da ja so für euch ein bisschen reingefuchst in die ganze Sache und das gefällt mir auch ganz gut. Und wir hoffen eben auch, dass das DeepPool hier richtig aktuell ist und auch immer aktuell bleibt. Nicht so wie bei der Tronic-App, wo es dann teilweise manchmal so ein paar Sachen gab, die nicht ganz so immer aktuell waren, so wie ich das zumindest mitbekommen habe. Aber da hoffen wir doch jetzt mal das Beste. Und ich habe auch gelesen, es sollen dann bis Ende des Jahres 2022 noch weitere Tools und Integrationen da hinzukommen. Das könnt ihr euch da auch auf der Seite bei dem DeepPool nochmal durchlesen. Also da stehen noch ein paar Infos dabei, was dann noch mit integriert werden soll und was da geplant ist. Also ich finde das vom Großen und Ganzen her schon mal eine super Sache. Und das DeepPool ist jetzt seit einigen Tagen erst online. Ich muss mich da auch noch so ein bisschen reinfinden
und auch mit den Einstellungen noch so ein bisschen ja, rumspielen. Aber für einen groben Überblick, sage ich jetzt mal, ist das schon doch sehr detailliert ausgebaut. Und wenn man jetzt sich fragt, ja, gibt es das auch als App? Da habe ich auch eine Lösung für euch gefunden. Da scanne ich einfach den QR-Code ein. Also ich verlinke euch das mal alles, wie gesagt, unter dem Video hier nochmal. Und wenn ich den QR-Code eingescannt habe, hopp, da kann man das sehen, ist das auch richtig schön auf dem Handy drauf. Natürlich, wie man sich das auch wünscht im responsiven Design. Und da kann man jetzt auch alle Einstellungen, die man quasi ja, hier am PC gemacht hat, auch nochmal auf dem Handy machen. Da kann ich euch das nochmal kurz so zeigen. Ich tippe mich da so ein bisschen durch das ganze Menü durch. Also das funktioniert. Und ich habe mir einfach ja, diese Seite quasi auf meinen Smartphone-Bildschirm als Verknüpfung geholt. Und wenn ich dann da drauf gehe, habe ich quasi meine eigene Deepool-App in dem Sinne. Und das funktioniert. Also da kann ich euch den Tipp geben, dass ihr das vielleicht auch macht. Und das war es jetzt eigentlich schon im Großen und Ganzen. Das war jetzt nur mal eine kleine Vorstellung zu dieser ganzen Geschichte. Aber damit wir auch wirklich richtig mit Deepool starten können, braucht ihr natürlich eine Drohnenhaftpflichtversicherung. Da kommt ihr nicht drum rum. Und wenn ihr noch keine Drohnenhaftpflichtversicherung habt, dann könnt ihr euch noch ein bisschen Geld sparen mit dem Code DRGR3 bei den Helden.de. Da findet ihr eine passende Drohnenhaftpflichtversicherung für eure Drohne, für eure Registrierung beim Bundesluftfahrtamt. Da habe ich auch hier mal ein Video dazu gemacht. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, damit ihr dann auch eure EID bekommt. Ja, das ist ja alles miteinander verknüpft. Und die Regeln und Gesetze werden ja nicht leichter und nicht einfacher. Und aus dem Grund habe ich ja dann auch den Kanal gegründet, damit ich euch so ein bisschen mitnehmen kann bei meinen Reisen durch die Luft, bei meinen Wegen durch die Bürokratie und. In dem Sinne, bleibt dran und ich sage jetzt bis zum nächsten Mal auf dem Drohnengrafiker-Kanal. Ciao, tschüss, euer Jörg.